Herzlich willkommen zu unserem Kurs Programmieren, GUI Programmieren mit Python. Mein Name ist Frederik Weitz und in dieser Folge werden wir uns ansehen, wie wir die Eigenschaften von Widgets ändern können. Wir hatten bisher die Buttons und die Labels und das werden wir uns jetzt ein bisschen genauer ansehen. So, dazu werde ich jetzt hier einfach nochmal einen zweiten Button anlegen. Ich kopiere mir das Ganze hier auch einfach nur, weil ich da gar nicht groß jetzt was dran ändern will. Wechsle Farbe 1, wechsle Farbe 2, mache ich zwei verschiedene Kommandos. So, und b2.pack, einfach um das vorzubereiten. Wechsle Farbe 1 und hier nehme ich dann einfach mal das raus und kopiere mir das und wechsle Farbe 2. Und da setze ich jetzt mal die Hintergrundfarbe einfach ganz auf schwarz. So, die Hintergrundfarbe zu ändern, das ist das eine. So, ich kann natürlich auch die Vordergrundfarbe ändern, nämlich zum Beispiel, also durch den Befehl oder durch die Listenauswahl, hier hatte ich BG drin und hier steht für Foreground bzw. abgekürzt FG ist gleich, naja, was passt zu so einem quietschigen Gelb, passt ein schönes Rot. So, das ist das erste. Und hier mache ich genau dasselbe. Foreground. Und setze ein. Einfach ein Weiß. Ich setze also alle RGB-Werte auf 255. So, das ist das erste, was ich machen kann. Dann kann ich zum Beispiel auch noch machen. Lab 2, wieder eckige Klammer auf. Diesmal tippe ich Font ein. Das ist für den Zeichensatz, der ausgewählt wird. Und hier gebe ich zum Beispiel ein Rile 16 Italic. Einfach so, einfach nur in einem String übergeben. So. Und hier mache ich genau dasselbe. Ich gebe Font ein und gleich, na, was nehmen wir da? Courier und 12 und Bold. So, und das schauen wir uns jetzt einfach schon mal an. Ich speichere ab und gucke, was der mir hier macht. So, erstmal macht er keinen Fehler, das ist schon mal sehr, sehr angenehm. Ja, Knopf 1 und Knopf 2, das könnte man vielleicht noch ändern. So, ich drücke mal auf Knopf 1 und ihr seht, er schreibt mir das wesentlich größer. Er rückt auch das Fenster auseinander, ich hoffe, ihr habt das gesehen, und setzt mir die verschiedenen Farben, die ich eingegeben habe. So, jetzt drücke ich mal auf Knopf 2 und ihr seht, er rückt das Fenster wieder zusammen, weil eben die Schrift auch kleiner gewählt ist. Und naja, ob das jetzt hier Fettdruck ist, das mag ich nicht so zu entscheiden. Vielleicht ist das auch einfach nicht die richtige Schrift. Das können wir gleich nochmal überprüfen. So. Was geben wir denn dann mal hier ein? Machen wir auch erstmal Rile. So, das ist so die eine Sache. Na, jetzt bin ich aber gespannt, weil so viel arbeite ich damit auch nicht herum. Ja, das sieht doch schon mal schön aus. Ja, so, also besser als. Gut. So, das ist eine Sache, die wir machen können. Dann können wir zum Beispiel eingeben.
Lab 2 und wir setzen mal die Höhe, Height, dann setzen wir auf die zweifache Schrifthöhe, setzen wir 2 und die Breite setzen wir auf so und so viel Zeichen, Width, Breite ist gleich, sagen wir mal 20. So, das ist das erste und jetzt gucken wir uns mal an, was der macht, auch wie das dann verändert wird, denn es dürfte ja eigentlich jetzt sich dann nichts mehr verändern, weil hier unten ändere ich ja das, die Höhe und die Breite nicht. Gucken wir einfach mal an. So, drücken wir als erstes den Knopf 2 und wir sehen das wie gehabt, den Knopf 1. So, und jetzt seht ihr, was der macht. Der setzt mir das also auf die doppelte Zeichenhöhe. Das wird also nicht in Pixel gemessen, sondern in Zeilen. Und wenn ich als Höhe 2 eingebe, sind es eben wirklich 2 Zeilen, die der mir setzt. Und die Breite wären jetzt 20 Zeichen breit. So. Jetzt gucke ich mal, wenn ich wieder auf den anderen Knopf drücke. Und jetzt seht ihr, der ändert mir das nicht. Auch hier hat er die doppelte Höhe und die Breite von 30 Zeichen. Da ich jetzt eine kleinere Schriftgröße habe, rückt er mir das natürlich zusammen, aber im Prinzip bleibt es das Gleiche. Wenn ich also die Höhe und die Breite tatsächlich nicht verändert haben möchte, wenn ich das zweite drücke, muss ich dem das auch direkt übergeben. So. Und das ist klar. Ich kopiere das jetzt hier einfach mal rein. So, ich setze die Höhe auf 1 zurück und die Zeichenbreite setze ich auf die 5 Zeichen, die Welt- und Ausrufezeichen haben. Und jetzt müsste er mir das Ganze besser ausgeben. So, klicke mal Knopf 1, Knopf 2. Und damit haben wir hier wieder unseren alten Zustand. So, das ist das Erste, was wir machen. So, jetzt kann ich euch hier noch etwas zeigen. Das kann ich bei dem anderen Knopf nicht machen, der genau so breit ist. Ich setze nämlich einen Anker. Anker heißt das. Und den setze ich auf. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen komisch bei diesen Python. Einmal habe ich Left, Right, Top und Bottom, um das zu platzieren, nämlich bei den unten, wenn ich die dann auf den Bildschirm packe. Aber wenn ich zum Beispiel eine Schrift innerhalb von einem Fenster platzieren möchte, dann habe ich West, East, North und South, also Westen, Osten, Süden und Norden. Und das wird abgekürzt mit dem Anfangsbuchstaben. Das ist für uns Deutsche ganz gut, außer East, wo wir Osten haben und wo der Engländer ein E schreiben muss, sind das genau die gleichen Anfangsbuchstaben. Und ich setze das Ganze jetzt einfach mal auf West, einen kleinen Anfangsbuchstaben. Und ich zeige euch mal, was der macht. So, und ihr seht, der hat die Schrift jetzt ganz nach links gesetzt, so bei West. Und dasselbe kann ich jetzt auch nochmal machen, wenn ich zum Beispiel North eingebe, dann müsste er mir das oben hinsetzen. Na komm her. Ach je. Seht ihr, setzt es oben aus. South, Süden wäre unten. Und East, E bitte reinschreiben, wäre dann ganz auf der rechten Seite. So, das sind einige der Möglichkeiten, die ihr habt, um die Schrift innerhalb eines Labels und eines Buttons auch, da geht es genauso, zu manipulieren. Und es gibt noch ein paar andere Sachen. Man kann also die Seitenbreite bestimmen, das Anzeigeverhalten und so weiter und so fort. Und wenn der
Maus drüber läuft und so weiter. Aber das brauche ich oder brauchen wir jetzt erstmal gar nicht. Ich denke, interessanter ist für euch erstmal, welche weiteren Widgets gibt es denn eigentlich noch? So, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich zeige euch dann, wie man statt des Textes Bilder in die Buttons hineinbringt. Bis dann.